In der ältesten Brucker Kirche, der Filialkirche St. Ruprecht, gibt es seit kurzem junge und frische Klänge zu hören. Mit der Restaurierung der Orgel wurde einem historisch besonders wertvollen Instrument wieder neues Leben eingehaucht. Das Instrument stammt noch aus dem 17. Jahrhundert und ist somit eines der ältesten unseres Landes. Das Instrument stammt entweder von einem Brucker oder von einem Grazer Orgelbauer, genau kennen wir den Namen nicht. Aber diese Instrumente waren von sehr hoher Qualität und die wurden weit exportiert bis nach Kroatien und auch nach Ungarn. Dieses Instrument hier wurde dann aber mehrmals umgebaut und man musste einige Dinge rekonstruieren, um es wieder in alter Klangschönheit wiederherzustellen. Die Renovierung der Orgel ist Teil einer umfassenden Renovierung der Kirche in St. Ruprecht. Pandemiebedingt haben sich die dringend notwendigen Arbeiten jedoch verzögert. Es war eine zahre Geschichte, könnte man sagen. Und es war sehr brenzlig schon. Also es haben gedroht, vom Turm auch Teile abzustürzen. Und in mühevoller Kleinarbeit ist jetzt diese Kirche fertiggestellt worden und wir sind sehr, sehr dankbar dafür. Und so wird die Orgel mit ihren Klängen auch weiterhin den Menschen kraft- und würdevoll zur Seite stehen. Die Orgel klingt frisch, ja, general überholt sozusagen. Und es bleibt zu hoffen, dass viele Menschen auch bei Bestattungen, bei Beerdigungen, bei Verabschiedungen diesen Klang der Orgel auch hören werden und in Anspruch nehmen.